eine Verantwortung dafür, dass das teilweise verlorene Vertrauen in euch wieder gestärkt werden kann. Wenn reichweitenstarke Vertreter von euch Kampagnen gegen Wissenschaftler fahren, wissenschaftliche Ergebnisse mit irgendwelchen Tricks schlechtreden wollen und dafür dann von der Verschwörungsideologen-Szene abgefeiert werden, ist das nicht geil für die Situation. Ich hatte bisher immer Pech mit meinen Nachbarn. Die beiden aktuellsten in der vorherigen Wohnung haben die ständig laut Musik gehört, auch gerne bis nachts um drei. Und jetzt habe ich einen Wutbürger als Nachbarn. Und es gibt nur zwei Dinge, die ich in der Regel von ihm höre. Und das ist zum einen, wenn er sich die Lunge aus dem Leib hustet. Er ist starker Raucher. Ich habe ja immer Fenster auf und wenn er am Fenster steht und raucht, rieche ich das, weil der Rauch hier so schön rüberzieht. Und wie gesagt, Wutbürger meckern. Ich weiß nicht, was er da macht, was er sich da anguckt, aber es ist mal so, ach du Scheiße, das ist schon wieder so typisch. Gefolgt von mehreren Schimpfwörtern, auch gerne rassistischen Äußerungen oder diskriminierenden Äußerungen oder sexistischen Äußerungen. Es ist wirklich in einer solchen Häufigkeit, dass ich das wirklich schon als belastend empfinde. Und wenn ich das nur vom Hören schon als belastend empfinde, wie muss es denn dem Mann gehen? Also kein Wunder, dass er da seinen ganzen Hass und Schleim, den er da in sich hat, ausröcheln muss. Ey, meine Güte. Wenn ich die Bilder von den Protesten sehe in den USA, aber auch hier in Deutschland, wie zum Beispiel die Silent-Demo vom 6.6. in Berlin, dann komme auch ich nicht drum herum zu sehen, dass da wahnsinnig viele Menschen sehr dicht gedrängt stehen, ohne Maske, sprich Hygiene- und Abstandsregelungen überhaupt nicht mehr eingehalten werden. Und gerade in Zeiten wie diesen fallen so eine Bilder natürlich auf und ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Aber vielleicht ist der Kampf gegen strukturellen Rassismus, und Rassismus hat weltweit mehr Menschen getötet als jedes Virus, vielleicht ist das einer der besten Gründe, auch mal Hygiene- und Abstandsregel beiseite zu schieben. Falls sich jemand fragen sollte, was zur Hölle ich hier eigentlich mache, ich mache Kleiderschrankinventur. Ich hole alles raus in den einzelnen Kategorien und gucke mir an, was ich noch habe, wie viel ich praktisch noch besitze, um dann zu entscheiden, ob ich noch etwas brauche, um das wieder das Vorhandene aufstocken sollte oder nicht. Und bin zu dem Schluss gekommen, ich brauche dringend Tops und ein bis zwei schwarze Hosen könnten auch nicht schaden. Ich habe auch nicht alles aus dem Kleiderschrank rausgeholt. Dass da zum Beispiel was hängt, hängt halt einfach. Und so wird das dann geordnet. Schön sauberlich zusammengelegt. Das sind hier die dünnen Pullis. So kann man die Gelegenheit auch gleich nochmal nutzen, auszusortieren und sauber zu machen, den Kleiderschrank. Ich war gestern
Das erste Mal seit dem Lockdown wieder mit einer Freundin in einem Café hier direkt um die Ecke. Ein super süßes kleines Café, was auch viel Veganes im Angebot hat. Und vor lauter Ungewohntheit habe ich irgendwie total vergessen, irgendetwas mitzuschneiden. Ins Café gehen habe ich mit am meisten vermisst. Ich bin ein absoluter Kaffeegänger. Ich liebe das. Aber irgendwie finde ich es für mich schwer abzugrenzen, was eigentlich noch vertretbar ist. Weil nur weil etwas jetzt wieder erlaubt ist, heißt das ja nicht, dass es eine Aufforderung ist, genau das zu machen. Und die Tür des Ladens war zwar auch auf, aber ein Durchzug oder so war jetzt nicht unbedingt. Und die Tische standen auch weit auseinander. Aber gerade in solchen Cafés und so ist die Ansteckungsgefahr dann doch eher noch gegeben, würde ich behaupten. Aber es hat geregnet und draußen sitzen war dementsprechend nicht so sonderlich gut. Wir mussten auch keine Kontaktdaten hinterlassen und so. Ich fand das, naja. Und natürlich muss man da auch irgendwie realistisch bleiben. Hier gibt es nicht so viele Fallzahlen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass wir uns da irgendwo angesteckt haben oder generell zur Verbreitung des Virus weiter beigetragen haben. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das Virus nicht aus der Welt ist. Und nur weil sich jetzt ganz viele wieder so verhalten, als wäre die Pandemie für beendet erklärt worden, ist sie es nicht. Und da wir auch nach wie vor kein Gegenmittel haben, gehe ich stark davon aus, dass wir auf eine zweite Welle zusteuern werden. Die Frage ist halt, wie schwierig, wie brachial, wie viele Todeszahlen wird sie mit sich bringen? Und wird sie nicht vermutlich eher im Herbst, Winter denn auf uns zurollen? Schwer zu sagen. Ich bin kein Virologe. Ich bin auch kein Epidemiologe. Aber ich finde es für mich halt schwierig abzugrenzen, so wie viel Lebensfreude möchte auch ich einfach wieder zurückhaben. Und wie gesagt, das war jetzt das erste Mal seit 2 Monaten. Und es war super schön. Ich habe das so vermisst, aber so hundertprozentig entspannen konnte ich mich dabei halt irgendwie auch nicht. Gleiches Ding mit Shoppen, Einkaufen. Ich war heute tatsächlich das erste Mal auch wieder einkaufen in der Stadt, weil ich ganz dringend Bettlaken brauchte. Weil ich durch mein Alter, ich konnte das schon durchsehen. Also das war, ich musste es ersetzen. Und bei der Gelegenheit, ich brauchte auch eine neue Hose. Und dass man die nicht anziehen kann, finde ich, anprobieren kann, finde ich richtig blöd. Dass man die praktisch blind kaufen muss, weil gerade bei Hosen ist das ein riesiges Problem. Bei mir zumindest. Also das ist, ich kann 5 Hosen kaufen und es kann sein, dass mir davon eine passt, vielleicht auch keine. Und 2 Tops habe ich noch mitgenommen. Weil bei Tops ist es nicht so wild, wenn die nicht so hundertprozentig passen. Die trage ich meistens sowieso drunter und so. Von daher ist auch egal. Ja, aber wie gesagt, so richtig. Ich bin früher auch sehr gerne einfach so durch die Stadt geschlendert und habe mir einfach so Sachen angeguckt, aber das ist irgendwie nicht mehr gegeben. Also wirklich, wenn ich in einen Laden reingehe, dann mit einem Ziel und mit einem Grund und nicht, weil ich einfach nur mal gucken möchte. Und auch das war jetzt praktisch, wie gesagt, das erste Mal seit dem Lockdown. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist nicht wie vorher. Und natürlich ist es nicht wie vorher, weil es ist nicht wie vorher. Dieses Mal Glück gehabt. Die Hose sitzt fast gut. Zumindest gut genug, dass ich sie behalten werde. Und 2 Spannbettlaken inklusive einer Badematte waren auch noch drin. Schön. Kennt sich eigentlich jemand von euch mit Pflanzen aus? Was kann ich gegen solche Braunstellen machen? Muss ich das wegschneiden? Sollte ich das dran lassen? Wie kann ich das vermeiden? Weil auch bei dieser Pflanze hier werden die Spitzen bei manchen braun. Und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Kann ich was dagegen machen? Mache ich was falsch? Und ich muss übrigens nicht zurückgeben. Alles passt. Juppie!
Ich probiere gerade zum ersten Mal dieses vegane Eis von Magnum mit Mandelsplitter. Und das ist sehr cremig, hat aber so einen leichten Untergeschmack von Kokos. Kann das sein? Weil mein Problem daran ist, ich mag Kokos nicht. Es geht aber noch. Es hält sich in Grenzen. Aber es hat für mich so einen ganz leichten, sonderbaren Untergeschmack. Aber das ist halt auch Vanille. Vielleicht liegt es auch irgendwie daran. Schokoeis, da schmeckt man praktisch überhaupt keinen Unterschied. Kann ich aus Erfahrung sagen, egal ob es vegan ist oder nicht. Ich habe gerade in der Zutatenliste nachgeguckt, ist nicht der Hauch von Kokos drin. Keine Ahnung, was ich daraus geschmeckt habe. Die Kuvertüre war aber sehr lecker. Also das Schokoladenzeug drumherum. Insgesamt kann man gerne machen, habe aber schon besseres veganes Eis gegessen. Auch eins meiner absoluten Geht-Immer-Gerichte ist meine Gemüselasagne. Ich liebe die so sehr. Allerdings habe ich die schon mal in einem vorherigen Vlog-Video gezeigt, wie man die macht. Von daher habe ich das jetzt nicht wirklich in diesem Video nochmal mit aufgegriffen. Rezept ist trotzdem mit unten in der Infobox. Die ist einfach zu lecker, um sie zu verschweigen. Die kann man übrigens auch super kalt essen. Die schmeckt sowohl heiß als auch kalt. Ich esse sie jetzt zum Beispiel gerade kalt, weil es warm draußen ist. Übergang zu den Linien 7 Richtung Deutsch und 15 Richtung Grünau. Ich habe tatsächlich vor kurzem mal ein paar ältere Vlogs von mir angeguckt, wo ich mir dieses Blümchen hier ganz frisch gekauft habe. Und ich dort festgestellt habe, meine Fresse ist das in der Zwischenzeit gewachsen. Das war mal ein ganz kleines, flaches Gewächs. Und seit ich angefangen habe, meine Pflanzen mit Kaffee zu düngen, ist das Ding in die Höhe geschossen. Mein Problem dabei ist, dass ich es echt häufig habe, dass Pflanzen bei mir gut anfangen zu wachsen und nach dem Wachstumsschub dann plötzlich eingehen. Exakt das gleiche auch hier. Also auch sie hier ist in die Höhe geschossen. Ich habe hier ganz provisorisch aus Zahnstochern und so ein Drahtding, hier so ein Wachstumsleine-Ding gebastelt, weil sie vor sich hingewuchert ist. Und auch hier hoffe ich, dass sie ihr nicht das gleiche Schicksal eilt, dass sie erst so einen krassen Wachstumsschub hat und dann eingeht. Und sogar dieses Pflänzchen, was ich fast schon aufgegeben hatte, hat ein neues Blatt bekommen. Sie hat unten 2, 3 verloren und hier ist immer noch so eine braune Stelle, die auch irgendwie nicht weggehen möchte. Und da dachte ich schon so, na, ob sie es packt und dann hat sie jetzt ein neues Blatt bekommen. Ich freue mich. Also wie Kaffee ist nicht nur ein Lebenselixier für mich, sondern auch für meine Pflanzen. Now, I want to talk about something very, very important. Because I know there's going to be people watching this video. And they're going to be like, okay, hold up, Miss Thing. Because you are from the Netherlands. Trying to wake us up about it, it felt like an attack. Just by someone speaking up, it has caused riots for years now. During December, once, you know, Sinterklaas comes into the country. This is a tradition that has been in our country for so, so long, and the main focus during this tradition was to bring joy to kids. Guess what? You're absolutely right. All lives matter. What you're essentially... That's not in any way, shape, or form saying that Black Lives Matter more, or that only Black Lives Matter. It is saying that Black Lives matter too, as all lives. I mean, just because we as people are now coming together, catch up with all the other lives that have been privileged. We need to be treated equal. To blow this out a little bit more and give us einfach an spoilsusen@fritz.de schreiben. Und wir freuen uns dann, wenn ihr nächste Woche dabei seid, euch fleißig an den Hausaufgaben beteiligt und uns wieder hört. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Heimkino. Oder im Autokino. Oder auf dem Smartphone in der U-Bahn. In der U-Bahn vor allen Dingen. Ja, schön. Ohne Netz. Kannst ja runterladen. Wo es dann auch relativ schnell den Aufschrei gab, dass die Serie selbstmordverherrlichend sei, genauso dienen würde für Jugendliche, sich nach dem Gucken dieser Serie das Leben zu nehmen. Jedenfalls reichen Menschen, vor allem auch Politiker, Donald Trump, Bill Clinton, Prinz Andrew, sind Namen, die immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht werden, auch Highschool, in Anführungsstrichen Highschool-Problemserien. Der Sommer ist nun da. Es lässt sich mittlerweile schwer nur noch leugnen. Ich komme nicht sonderlich gut mit sehr warmen Temperaturen klar. Ich bin ein sehr kreislaufschwacher Mensch, also für mich hat das wirklich gesundheitliche Auswirkungen. Zeichnet sich auch dadurch ab, gerade wenn dann die Nächte so richtig warm werden, dass ich dann ganz schlecht schlafen kann und
Der Sommer heißt für mich auch zwangsläufig, ich habe sehr starke Augenringe. Bin oft erschöpft, fühle mich matt, weil ich Probleme habe, Energie dann wieder aufzutanken. Also Sommer ist für mich weniger dieses Baden am Strand, draußen sein, grillen, Fröhlichkeit, Freunde treffen und so. Es ist für mich eher, ich verkrieche mich zu Hause in der Dusche unter kaltem Wasser, weil ich sonst einen Kreislaufzusammenbruch bekomme und habe wenig Energie, fühle mich schlapp. Wie auch immer, ich habe übrigens gerade so angestrengt runter zu gucken, weil ich versucht habe, mir dieses Armband umzubinden. Das ist immer so eine, naja. Es hilft ja nichts. Ist ja nicht so, dass ich mit gutem Willen den Sommer aufhalten könnte. Oder mit gutem Willen die über 30 Grad davon schieben könnte. Es ist, wie es ist. Ich habe gestern tatsächlich zum ersten Mal für die Woche vorgekocht. Sowas mache ich eigentlich nicht, aber mein Terminplan ist ja so voll oder halt so gelegt, dass ich sonst keine Chance habe, mir irgendwie sonst was zu essen zu machen. Möchte nicht nur so von Fertigfutter denn die nächsten Wochen überleben müssen. Deshalb habe ich gestern, wie gesagt, zum ersten Mal vorgekocht. War für mich auch eine neue Erfahrung. Ich mache dann in der Regel auch Gerichte, die kalt schmecken, weil wenn es so warm ist und so, ich esse dann ungerne warm. Generell hat sich dieser ganze Vlog ja auch so ein bisschen um Essen gedreht. Also so die Rezepte, auf die ich im Zweifel immer zurückgreife. Wenn ich halt irgendwie nicht weiß, was ich machen soll, dann nehme ich einen von diesen Geht-Immer-Rezepten. Und Zeitmanagement wird für mich in der nächsten Zeit jetzt wieder wichtiger, noch wichtiger werden. Damit ich auch die Zeit, die ich dann habe, nicht so einfach verstreichen lasse, dass ich die Zeiten für mich einfach besser nutzen kann. Oder mir zumindest Optionen freischaufel, weil ich halte auch nicht so viel von diesem Produktivitätsdruck. Ich habe aber auch im Zuge dessen darüber nachgedacht, was ich eigentlich jetzt mit diesen Vlogs jetzt wirklich so groß anfangen möchte, wo es überhaupt damit hingehen soll, wozu sie da sind. Weil eigentlich sind Vlogs ja eine Dokumentation des Lebens. Allerdings, werdet ihr vielleicht auch mitbekommen haben, habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, möglichst nichts mehr vom Privatleben zu sagen. Es gab mal Zeiten, da war das ein bisschen anders. Ich war schon immer diesbezüglich ein vorsichtiger Mensch, weil was einmal im Internet landet, weiß man nicht, wo das landet und wie lange es dort ist. Tendenziell eher für immer. Und ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich sehr vorsichtig sein muss, was ich preisgebe, was ich sage, weil ich eben auch nicht wirklich, sobald ich auf Online-Stellen gehe, eine Handhabe darauf habe, wo meine Videos zum Teil auch landen. Also ich habe mehrere meiner Videos auf ganz komischen Plattformen gefunden, die dort wieder hochgeladen wurden, die ich mittlerweile auf meinem Kanal wieder runtergenommen habe, aber sie eben trotzdem weiter existieren mit solchen Plattformen, die kein Impressum haben, wo man niemanden anschreiben kann, um zu sagen, so ey, nimm das doch mal bitte runter. Es gab auch noch anderweitige Vorfälle, die jetzt nicht wahnsinnig gravierend sind, aber die eben doch eine Bewandtnis haben. Und ich bin halt relativ schnell dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich einfach gar nichts, was irgendwie etwas Privates hat, eigentlich hier im Internet zeigen möchte. Also wirklich im Sinne von gar nichts. Auch nicht, was ich studiere oder was ich arbeite oder irgendwie, also selbst das ist eine Sache, die ich nicht mehr ansprechen werde möchte. Und es ist für mich gerade in den Vlogs halt schwierig, das irgendwie noch miteinander übereinzubringen. Weil worüber redet man dann, wenn man eigentlich gar nichts sagt, was so außerhalb des YouTube-Kosmoses zu tun hat. So, wisst ihr, was möchte ich, wie gesagt, was möchte ich zeigen, wofür sollen diese Vlogs hier überhaupt da sein? Denn ich finde es bei anderen super schön, wenn man so darum geht es bei den Vlogs ja eigentlich, so diese kurzen Einblicke eines Lebensabschnitts zu haben. Viele machen ja so eine Vlog-Tagebücher auch, um für sich selbst festzuhalten, wie das Leben damals aussah, weil man es eben doch vergisst, es sei denn, man band es auf Videomaterial, was ja im Prinzip nur sehr, sehr viele Fotos aneinandergereiht sind. Und ich möchte irgendwie nicht diese Linien, die ich mir mal gesetzt hatte, zum Teil auch einfach aus Einfachkeitshalber, weil es einfach dann die komplette Linie zu ziehen, zu sagen, gar nichts Privates, gar nichts, was auch nur im Entferntesten als privat durchgehen könnte, zu sagen, macht es schlicht und ergreifend einfach. Das ist eine Faustregel, die man dann einfach immer ansetzen kann, wenn man nicht jedes Mal die Linie neu bestimmen muss. Denn wie gesagt, ja, man kann auch jederzeit seine eigenen Videos wieder runtermachen, aber man weiß nie, wer sich möglicherweise so ein Video runtergeladen hat. Und es ergeben sich dann natürlich auch so gewisse Nachfragen, die aus keinem bösartigen Willen heraus geschehen, die für denjenigen vielleicht so ganz normale Smalltalk-Fragen sogar nur sind. Allerdings, es hat ja Gründe, warum ich praktisch gar nichts sage und warum ich das auch nicht möchte und so. Und wenn dann doch so Nachfragen kommen nach bestimmten Bereichen, dann triggert das, dann hinterlässt das kein gutes Gefühl.
Und es ist aber auch blöd, das so wie ich das jetzt machen, dann immer so schwammig bleiben zu müssen. Weil dann hat das letztlich dann auch keine Aussage. Dann kann man es irgendwie auch gleich bleiben lassen. So, wisst ihr, da schwank ich noch gerade sehr. Handel da mit mir selbst, so wo ich jetzt Linien vielleicht verschiebe oder wenn nicht, wie ich es handhaben werde und überhaupt. Weil ich mag das Vlog-Format an sich, aber wenn sich darin in den Videos so gar keine Sinnhaftigkeit mehr irgendwie finden lässt, ist das dann halt irgendwie auch Quatsch. Und ja, ich weiß noch nicht so genau, wo es damit hingehen soll oder wird oder wie auch immer. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade bei YouTube-Videos ist es auch ein Stück weit schlicht und ergreifend so dieses Learning by Doing. Also es auszuprobieren und dann zu gucken, wo es hingeht. Also dem Ganzen auch erst einmal eine Chance zu geben, sich seinen Weg irgendwie selbst zu finden. Aber irgendwann sollte da vielleicht auch mal Ergebnisse bei rumkommen, keine Ahnung. Aber ich habe auch schlicht und ergreifend an mir und an meinen Videos selbst so ein gewisses Optimierungsanspruch. Ach, was weiß denn ich? Ich habe gerade das Gefühl, ich rede nur Nonsens. Ach, manchmal hilft ein Perspektivwechsel. Manchmal aber auch einfach nicht. Ich habe generell momentan so das Gefühl, dass ich fast ein bisschen wieder in so einer Umbruchsstimmung bin. Also ich bemerke an mir so Dinge, die eigentlich untypisch für mich sind. Das sind zum Teil wirklich so absolute Kleinigkeiten. Ich war zum Beispiel sehr am Überlegen, ob ich nicht mir mal wieder einen Bibliotheksausweis besorge. Also ich habe seit Jahrzehnten keine Bibliothek mehr besucht, die nicht uni-intern war. Weil ich zwar das Konzept an sich sinnvoll finde, allerdings halt gegen Bibliotheken auch immer so ein bisschen so Vorbehalte hatte. Also generell die Auswahl der Bücher, in was für einem Zustand die sich zum Teil befinden. Es gab halt so viele Sachen, die mich daran nicht mochte. Oder was ist, wenn ich ein Buch wirklich gerne hatte und es gerne besitzen würde, dann müsste ich es mir nochmal nachkaufen. Aber wenn ich die Geschichte schon einmal gelesen habe, dann ist es ja auch nicht das Buch. Und naja, egal. Wollte dann jetzt aber doch mir nochmal so einen Bibliotheksausweis besorgen, weil witzigerweise direkt um die Ecke habe ich eine Bibliothek. Und ich war dann dort, um mir erstmal den Bestand anzugucken und bin hoch enttäuscht wieder raus. Also es gab in dieser gesamten Bibliothek nicht ein Buch, was mich spontan interessiert hätte. Ich stand jetzt natürlich nicht vor jedem einzelnen Buch und habe mir den Klappentext durchgelesen, ob es mich nicht vielleicht doch interessieren könnte. Aber so von meiner Liste waren praktisch keine Bücher dort vertreten. Und ich wohne in einer größeren Stadt. Also wir haben hier mehrere Bibliotheken und ich war hier in der größten, in der Stadtbibliothek. Also nicht direkt dort, sondern online. Da kann man sich das online angucken und habe dort halt ein paar Bücher im Online-Verzeichnis angegeben. Und gerade die Bücher, die ich wirklich unbedingt gerne gehabt hätte, weshalb ich überhaupt auch auf die Idee gekommen bin, vielleicht mir doch nochmal einen Bibliotheksausweis zu besorgen, die gab es entweder gar nicht oder sie sind ausgeliehen bis über 1-2 Monate hinaus. Also man kann sich irgendwie einen Monat lang für so ein Buch ausleihen und dann gab es danach auch schon bereits Reservierungen. Ich hätte mich zwar auch reservieren lassen können für so ein Buch, dann kostet es aber pro Reservierung nochmal 1 Euro extra und irgendwie fand ich das alles so doof und hat mich so gefrustet, dass ich gesagt habe, nee, mache ich dann doch nicht. Weil es ging mir halt vor allem darum, eigentlich den Juni und Juli zu überbrücken, wo ja auch weniger Neuerscheinungen rauskommen. Da hätte ich einfach die Zeit gehabt, mich dann auch nochmal um andere Bücher zu kümmern, die schon seit längerem auf der Wunschliste sind, die aber auch so Kandidaten sind, von wo ich das Gefühl habe oder glaube, dass das so Bücher sind, die man gelesen hat und die es vielleicht auch gut fand, aber die man nicht unbedingt im Regal stehen haben muss, weil man sie noch einmal lesen möchte. Es ist nicht so, dass ich diese Idee jetzt komplett verworfen hätte, aber ich muss mal so ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Ich muss nämlich eigentlich demnächst gleich los. Ich stelle übrigens auch gerade fest, dass meine Frisur irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Wegen den verdammten Längen. Ich bin immer noch nicht zum Friseur gewesen. Ich bin auch eigentlich nicht so ein Friseurgänger, also so einmal im Jahr so ungefähr. Also nicht mal. Aber vielleicht sollte ich doch nochmal irgendwann einen Termin machen. So sah das eigentlich aus und ich habe mir das eigentlich irgendwie viel besser vorgestellt, als es jetzt irgendwie klappt, weil ich hier so verschiedene Längen drin habe. Ach, was denn ich, ey. Wo war ich? Ach ja, genau. Ich hatte, ich glaube auch so ein bisschen ist denn doch diese Corona-Krise, hat vielleicht doch bei mir mehr Spuren hinterlassen, als es mir selbst eigentlich so wirklich bewusst war, weil ich auf einmal so Sinnhaftigkeiten neu hinterfragt habe. Und ich hatte irgendwie ein bisschen so das Gefühl, so was habe ich eigentlich jemals Sinnvolles in meinem Leben gemacht. Also was einen allgemeinen Wert hat. Nicht nur für mich oder vielleicht noch für Leute aus meiner direkten Umgebung, sondern was hat einen sinnvollen Allgemeinwert? Was habe ich in meinem Leben bereits getan, was einen sinnvollen Allgemeinwert gehabt hätte? Ich habe ein FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr. Das könnte man vielleicht ins Feld führen, aber
dann wird's auch schon knapp. Ich weiß nicht, irgendwas macht das bei mir. Also dieser Prozess ist irgendwie noch nicht abgeschlossen. Aber irgendwie ist das vielleicht so diese typische Midlife-Crisis, die einen irgendwie noch so vor der Mitte des Lebens erwischt. So dieses Gefühl zu haben, dass man irgendwie nichts Sinnvolles tut in seinem Leben. Und irgendwie bin ich darüber auf das Thema Stammzellenspende gekommen. Ich kenne doch bestimmt diese Werbung, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. So, das ist ja so dieser Slogan. Also ich bin seit Jahren, habe ich einen Organspendeausweis. Allerdings hatte ich immer so ein bisschen Schiss vor diesen Stammzellen. Also, weil, wenn ich das machen würde, dann mit dem Hintergedanken, bitte, bitte, eigentlich möchte ich nicht jemals wirklich als Spender in Frage kommen. Und bei den meisten ist das ja auch so. Also nur, wenn man dort sich in so einer Stammzellenspende oder auch beim Organspendeding sich registrieren lässt, heißt das nicht, dass es jemals wirklich dazu kommen wird. Also die Möglichkeit besteht natürlich, hat man sich ja registrieren lassen, aber das heißt nicht, dass das zwangsläufig dazu kommen muss. Weil ich habe mir mal so eine Doku angeguckt, oder so eine Reportage war das nur, was eigentlich wirklich auf einen zukommt, wenn man dann wirklich ein Stammzellenspender wird. Und ich meine, bitte, so blauäugig war ich denn nicht. Mir war natürlich klar, dass das bestimmt kein lustiges Ereignis wird, das man zu seinem Hobby erklären würde, aber das sah doch schon sehr anstrengend aus. Allerdings auf der anderen Seite steht ein Menschenleben, was gerettet werden kann. Und was kann man denn Sinnvolleres, Allgemeineres anfangen, als sich halt in solch einer Datenbank anzumelden, mit der Möglichkeit hin, dass das vielleicht jemanden das Leben retten kann. Und dann war natürlich der Sprung dann zur Blutspende auch nicht so sonderlich weit. Das Ding ist, ich habe eine heftige Spritzenphobie. Also richtig krass. Also das ist nicht so, ich mag es nicht, sondern wenn ich eine Spritze sehe, habe ich im ersten Moment so einen Fluchtimpuls. Also es gibt dann wirklich so 2-3 Sekunden, in denen ich mein Handeln nicht kontrollieren kann. Und das ist ein ganz stranger Moment. Das fühlt sich richtig, richtig komisch an. Das hatte ich auch zuletzt, weil eigentlich wurde ich im Laufe meines Lebens mit wahnsinnig vielen Spritzen gepiesackt. Wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal erwähnt, ich habe Problemzähne, einfach genetisch bedingt, weil habe schon sehr viele Zahn-OPs hinter mir. Und ich habe schon wahnsinnig viele Spritzen diesbezüglich gehabt. Also für jede Wurzelbehandlung oben immer so 5 Spritzen oben in den Kiefer, in den Gaumen. Und das sind die ekelhaftesten Spritzen, die ich bisher je bekommen habe. Die sind richtig, richtig fies. Und bei dem ersten Mal hatte die Schwester den Fehler gemacht, dieses Tablett direkt vor mir abzulegen. Und diese Spritze hat bei mir sofort den Fluchtimpuls. Also ich werde dann kreidebleich. Und ich bin so aufgeschreckt. Also ich war dabei aufzustehen. Also wie gesagt, so einen Fluchtimpuls hatte ich. Und ich kann in den ersten paar Sekunden dann mein Verhalten nicht kontrollieren. Vor allem, wenn es so unerwartet kommt. Und das war irgendwie so eine ganz unangenehme Situation. Weil man dann natürlich dann auch so getan hat, so, ich wollte mich nur konkret hinsetzen. Ich bin gerade nicht fast aus dieser Klinik rausgelaufen. Alles in Ordnung. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ja, aber das erzähle ich auch nur zur Vorgeschichte, warum ich für mich Blutspenden nie in Frage gekommen ist. Weil so eine Kanüle länger als eine Sekunde im Arm stecken zu haben. Also ja, aber trotzdem hatte ich jetzt irgendwie diesen Gedanken von, ey, ich könnte ja vielleicht Blut spenden, dann kriegt man ja auch noch, so ganz uneigennützig bin ich dann auch nicht, ich bin jetzt kein heiliger Mensch, sondern da kriegt man ja dann auch so eine Blutbildkarte, so, ne, was für eine Blutgruppe man überhaupt hat. Also ich weiß, ich habe B, aber hat mir meine Mama erzählt, ich gehe davon aus, denn das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob positiv oder negativ, aber da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Blutgruppe B ist hier in Europa sehr selten. In Asien ist das am verbreitetsten. Allerdings, dadurch, dass das hier halt so selten ist, wird B-Blutspenden nicht so häufig gebraucht, weil wird halt nicht so häufig gebraucht. Aber ich müsste da vielleicht trotzdem mal anrufen. Aber dann muss man ja auch durch die Voruntersuchung und bla. Und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde, weil ich es auch noch nie gemacht habe. Und ja, im Sommer gerade bin ich sowieso so ein bisschen kreislaufschwächer. Aber irgendwie hat sich dieser Gedanke bei mir festgesetzt. So irgendetwas, wie gesagt, allgemein Sinnvolles tun zu wollen. Und sei es eben auch so durch ganz kleine Schritte, wie zum Beispiel sich in so einer Stammzellenspendebank anzumelden. Und das kann man nämlich auch gleich beim Blutspenden machen. Also sich dort registrieren lassen. Und ich habe mich tatsächlich auch schon mal so ein bisschen nach Ehrenämter umgeguckt. Aber so einfach ist es denn irgendwie dann auch nicht, sich darüber zu informieren und dort so einen Platz zu bekommen, wenn man in einem Tierheim arbeiten möchte oder was weiß ich. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch auch etwas dazu zu sagen, was mir vielleicht auf meinen Wegfindungsweg helfen könnte, auch wenn das total bescheuert gerade klingt.